Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Earthlock. Es geht weiter. Wir wollten ja leveln gehen. Und ich habe beschlossen, ich hoffe... falsche Taste. Ich hoffe, man sieht es auf der Karte. Wir laufen einfach zu... nach Kaaba. Also in die Hallen von Kaaba. Und auf dem Weg leveln wir einfach. Und dann schauen wir mal, wie... der nette Ichabo so drauf ist. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Also ich wollte mir den einmal angucken. Einfach um abzuschätzen, wie hart der Kampf wird. Und in der Zeit leveln wir einfach in der Hoffnung, dass wir nicht dem Eisfußkrebs wieder über den Weg laufen. 4 Gegner sind in Ordnung. Mehr wollte ich jetzt nicht haben auf einmal. Also, wir fangen an mit Kartoffelschuss. Plus. Oh. Jetzt dürfen wir auch wieder die Haltung ändern mit der netten Taika. Wir wollen ja hier ein bisschen Bindungen aufbauen. Deswegen sind die Pärchen so zusammengestellt. Hau einfach mal auf irgendwen. Wow. Gnad. Es gibt ein bisschen Feueratem. Ah, ich hatte überlegt beim Eisfußkrebs, ob ich mal nicht mit einem anderen Element angreifen sollte. Als nur Feuer. Also es kann ja sein, dass er ja doch viel anfälliger für was anderes ist. Und wir wissen es gar nicht. Ich glaube, es gibt einfach mal eine Heilung auf Aimen. Na, Aemon haut doch ganz schön gut rein mittlerweile. Oh, ein Crit. Sehr schön. Dann gibt's mal Heilung auf Taika. Und ein Crit von 4500. Geil. Aemon kann doch raushauen, wenn er will. Bindung erhöht. Sehr schön. Ach ja, genau, wir sind ja gestorben. Deswegen gab es noch keine Bindung. Und ich kann es ja mal hier an der Stelle sagen. Wir sind schon bei Folge 80. Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Spiel, dieses Let's Play eher gesagt, so lange gehen wird. Aber es freut mich. Also das Spiel hat zwischenzeitlich, habt ihr ja gemerkt, ziemlich ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Aber das hat letztendlich nicht damit zu tun, dass ich dieses Spiel echt toll finde. Und wahrscheinlich noch mal ein zweites Mal spielen werde. Wahrscheinlich erst, wenn ich mich mal wieder anderen Projekten gewidmet habe. Aber so privat werde ich es wahrscheinlich doch noch mal spielen. Dafür gefällt es mir einfach viel zu gut. Also, ich bin echt glücklich, dass ich auf dieses Spiel gestoßen bin. Ist echt schön gestaltet worden. Aber ich denke, es gibt in der letzten Folge dann nochmal ein abschließendes Resümee über dieses Spiel von mir, was ich davon halte, was ich denke und so weiter. Und ihr dürft natürlich gerne auch immer was drunter schreiben. Das verbiete ich euch nicht. Gehen wir erstmal auf den Gletscherkäfer. Die Eif braucht dringend bessere Munition, beziehungsweise ich sollte das mal, wenn wir das nächste Mal auf Plumpet sind, umstellen. Alles. Oh, Granaten muss ich jetzt gleich mal selbst heilen. Da habe ich noch nicht
genug im Inventar. Gut, dann gibt es einfach die Feuerlanze weiter. Oh, Gnade ist down. Aber er hat ja Auto-Wiederbelebung. Stimmt ja. Und dann gibt es erstmal eine Heilung auf sich selbst. Ach, wir hatten ja mit Taika noch so viele andere Sachen. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Eamon, sag doch gleich, dass du den alleine machen willst. Ach, hier kann ich ja wieder die Karte drehen. Das freut mich. Wobei, kann ich das jetzt auch machen? Fähigkeiten der lieben Ivory. Ach, Feuerlanze plus plus haben wir ja schon. Ich werde einmal kurz das umstellen. Die Feuerlanze. Kann ich das irgendwie rausnehmen? Ups, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, dass ich das jetzt doch schnell umstelle. Achso, das muss ich ja jetzt zeigen, wo ich das ausrüsten möchte. Da, genau, da soll die hin. Was haben wir denn noch? Ich glaube, Ziel markieren. Ich weiß nicht, ob ich das drin behalten möchte. Da kommt dann die Elektrolanze Plus hin. Die haben wir jetzt zwar noch nicht. Wo ist sie denn? Haben wir die gar nicht? Ach nee, die haben wir gar nicht. Dann kommt da die Giftlanze hin, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt sehr lange nicht mehr Elektro gehabt. Haben wir Elektro, haben wir Lanze Plus? Ja. Ich komme mal auf die Wobei, die normale Lanze sollte ich vielleicht doch noch ausgerüstet lassen. Nee! Wir machen das anders. Die Elektrolanze, weil davon haben wir recht viel. Oder wir machen es so, genau. Was haben wir denn noch? Giftlanze Plus. Die Giftlanze Plus. Normale Giftlanze kann ja weg. Ich lasse es jetzt erstmal. Ach, Eislanze haben wir ja noch. Für die Eislanze einfach. So. Ich lasse es jetzt erstmal so. Sollten wir irgendwie in Munitionsschwierigkeiten kommen, können wir das ja immer noch umstellen. Gut. Dann kann ich auch gleich mal Talente verteilen. Haben wir hier noch was? Oh, oh, oh. Giftfalle. Oder Elektrofalle. Finde ich gut. Ach nee, warte. Müssten wir nicht eigentlich ihr noch das für den Endgegner geben? Egal. Talente, dann haben wir noch Gnad. Der hat das ja schon, oder? Genau. Dies. Ach, die kann er noch. Haben wir hier noch was für ihn? Nö. Ach, jetzt wo ich das Ding auf Werk habe, gibt es keine Geister mehr. Voll toll. Finde ich gut. Magie kriegt der Gute noch. Ach, ich verdrück mich immer. Es tut mir leid. Warte. Taika das noch? Ja, Taika brauchte das sogar noch. Ich dachte schon, können wir das nicht? Mist, jetzt hätte ich es eigentlich da hinsetzen können. Hätten wir noch Fluch machen können. Aber gut, wir kriegen bestimmt bald einen Talentpunkt. Und dann finden wir auch noch was für Taika. So. Und Eamon. Haben wir hier noch was? Nee. Dann kriegt der nochmal Präzision. So. Wo geht's denn eigentlich weiter? Wir müssen da lang, okay. Ich glaube, es waren nur zwei Gegner, genau. So, gucken wir mal, was die Feuerlanze Plus kann. Daneben gehen. Ach nee, doch nicht.
Sieht besser aus, würde ich sagen. So, Heilung auf den guten Gnat erstmal. Und dann noch ein bisschen Heilung auf Taika. Oh, das war ein schöner Crit. Der Kampf könnte jetzt ein bisschen happiger werden. Sieht immer so aus, als würde sie daneben schießen. Erstmal Heilung auf sich selbst. Ist er vergiftet? Leider nicht. Aber ein Feueratem sollte ihn jetzt eigentlich umhauen. Ja. Dann sollten wir dringend mal Taika heilen. Ups, ich wollte eigentlich auf den Kleinen gehen. Erde immun. Schön. Das bringt uns nicht weiter. Oh, jetzt hat er sich auch noch geheilt. Ich muss einmal kurz auf Magier S gehen. Ah, Taika hat einen Crit rausgehauen. Sehr schön. Und ein Crit von Aemon. Bindung erhöht. Sehr schön. Es geht voran. Geht's hier weiter? Regen auf Aemon. Dann einmal Heilung auf den netten Aemon. Dann ist der nächste down durch den Crit. Wir haben doch eigentlich noch ein falsches Plus, ne? Komm, das geht jetzt mal auf das kleine Wunderblau. Plus meine ich. Oh, das Wunderblau lebt noch. Wieso? Ja.
Sehr schön. So langsam geht's doch voran. Wo ist eigentlich der kleine Krebs hin? Nicht, dass ich ihm wieder in die Arme laufe. Ach, dahin. Ups. Oh. Sehe nichts. Wo geht's denn lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Ich nehme nur ein Cuttlefishes Plus. Gibt jetzt natürlich nicht so viel Erfahrung. Nein, nicht Feuer! Gift. Wir müssen Gift auf das Ding. Da. Und kein Feuer, einfach nur Kartoffel. Lass auch mal hauen. Ein Crit von Ivory. Sehr schön. Die muss jetzt aber geheilt werden. So, wieder Heilung auf die Kleine. Ach ja, die war ja immun. Eiskern, Feuerkern bei der Blüte, sehr schön. Voll viele Kerne. Bindung erhöht. Ist auch gut. Ich will einfach mal kurz... hier einmal die Haltung ändern. Wir gehen jetzt doch zu dem kleinen Kerlchen. Ich will es nochmal probieren. Wobei, wenn wir dann sterben, ist der Fortschritt weg. Ist doof. Nee, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Oh, das ist ja noch so ein Spiegel. Was? Können wir mal gucken, ob Taika noch was lernen kann? Ah, ach nee. Das war was anderes. Egal. Jetzt ist sie aber immun. Und Ivory wird geheilt. Und... es ist ja Eis. Feuereis. Kein Kartoffelschuss... dann wird noch mal ein bisschen Aimen geheilt. Dann wird noch ein bisschen der Aimen geheilt. Ja, das war gar nicht das, was ich dachte. Was ist denn Rudelruf? Okay, machen wir mal Rudelruf. Ich muss einmal auf die Karte gucken. Da sind wir. Wir müssen jetzt nur geradeaus laufen. Im Prinzip. Und wenn wir dann wieder ein paar mehr Anlaufpunkte haben. Ach ja. Ich vergesse immer, dass sie voll immun sind. Nee, gehen wir einfach in Raubtierhaltung.
Komm, hau zu, Gnad. Acht Gegner wollte ich jetzt nicht haben. Auch nicht neun. Auch nicht sieben oder sechs. Einmal außenrum gelaufen. Das hilft immer. Oh, da kommen wir nicht rein. Nervig! Die kleinen Biester. Voll an dem einen Bargast vorbeigelaufen. Oh. Wir sind doch noch gar nicht bereit. Ich wollte doch nur gucken, ob hier eine Speicherstatue ist. Ist es. Gut. Kaba! Was können Sie hier nur vorhaben in dieser... Wo sind wir eigentlich? Die Anwasumin. So viele Legenden ranken sich um diesen Ort. Der Stamm der Anbasu hat sich hier versteckt, bis sie von den Gelehrten der Feder der Eule gefunden wurden. Über dieses Treffen wurden viele Bücher geschrieben und ich möchte, dass du uns alles darüber erzählst, Gnad. Wirklich? Nachdem wir hier fertig sind. Ah. Schön. Voll gemobbt. Ich glaube nicht, dass wir hier willkommen sind, Freunde. Haltet die Augen offen. Riepup. Schön. Ich will hier doch nur nach einer Speicherstatue gucken. Gibt's hier eine? Gibt's hier eine? Ich flüster voll. Warum flüster ich? Ich kann mich nicht drehen. Ist total doof, wenn wir jetzt in Gegner reinlaufen. Huh! So wie jetzt? Okay. Das ist ja doof, dass ich gerade gar nicht drehen... Oh, jetzt kann ich voll doch drehen. Seit wann kann man hier im Kampf drehen? Egal! Wir machen mal Tempo auf Aiden. Und, sorry, aber ich will Blaster S einmal raushauen, weil ich nicht weiß, wie stark die Gegner sind. Okay, wir haben sie gut angeknackst, dann geht es. Tot. Stille Klinge klingt nicht so gesund. Okay, die greifen mit Luft an. Wie oft sind die bitte dran? Dürfen wir auch nochmal? So, zur Abwechslung. Finde ich, würde ich echt gut finden an sich so. Und Crit, sehr schön. Mach mal kurz Magier S an. Ich will einmal kurz die Heilung aktivieren. Falls wir dann doch wieder in eine Gruppe rennen, nicht, dass wir dann doch gleich down sind und nicht speichern konnten. Oh, die Musik ist voll toll hier drin. Die finde ich echt super. Gerade. Ich weiß, dass wir mit der Folge eigentlich schon am Ende sind, aber ich will doch nur eine Statue finden. Ich möchte doch nur speichern. Ich möchte doch nur speichern. Ich kann leider nicht die Kamera drehen. Tempo auf Aimen. Okay, das bringt nicht so viel. Schön vergiften. Oh, die Musik ist ja klasse. Ich bin so glücklich, dass ich den Soundtrack habe. Ich weiß gar nicht, ob ich den geschenkt bekommen habe. Oder ob ich mir den selbst... Also irgendwann habe ich... Ich habe den Soundtrack auf jeden Fall. Und den höre... Ja, doch, den höre ich sehr gerne mal. Ich höre generell in letzter Zeit richtig viel Soundtracks. Meistens Enderal. Hat sich gerade selbst wehgetan. Durch die Verwirrung. Aber ich bin gerade so voll in so der Soundtrack. Das ist so relativ entspannt. Doch, ist die Statue. Ich sehe sie.
Okay, da sind noch zwei Menschen. Ich kann es zu ihr schaffen. Ich kann es zu ihr schaffen. Und dann mache ich ein Folgenende. Ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir jetzt noch so viel machen gerade. Heil mal ein bisschen den Aemon. Lieber Gnad. Kann ich was von denen lernen? Wahrscheinlich nicht. Nö. Gut. Nee. Ein Crit. Denn wenn wir an der Speicherstatue sind, sehen wir uns in der nächsten Folge in Plumpet wieder, weil wir neue Munition brauchen für Eif. Und ich weiß, wir müssen eigentlich noch den Eisfußkrebs suchen, aber ich bin gerade selbst so gespannt, wie das ist. Und ich schätze mal, dass wir sowieso den Bosskampf nicht als erstes hinbekommen. Also auf Anhieb hinbekommen, so. Ich glaube, das letzte Mal war eher eine Ausnahme. Da ist eine Truhe. Wollen wir uns die Truhe noch schnell schnappen? Komm. Die schnappen wir uns noch. Ich habe schon überzogen, also es ist egal. Tempo. Mach einfach mal Tempo an. Sehr schön. Lanze plus plus. Ach, es hat sich sogar gelohnt. Dann können wir vielleicht Lanze plus plus herstellen. Das wäre echt super. Wir können speichern. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Dort sehen wir uns auf der Insel Plumpet wieder. Ciao, ciao.